Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich 10 Alltagshacks. Also ich habe mal so geschaut, in jedem Bereich oder in verschiedenen Bereichen unseres gemeinsamen Lebens hier mit mir und den 2 Kindern, was ich so für kleine Alltagshacks habe. Ich habe mich mit Freunden unterhalten. Einige machen das auch so, für andere waren andere Dinge neu. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren von euren Alltagshacks erzählt. Und wir starten auch sofort mit Nummer 1. Und es ist was beim Schminken. Also wenn ich mich selbst schminke, da sind die Kinder ja dabei. Das mache ich nicht irgendwie, wenn die dann schon im Kindergarten sind. Und Vince, den interessiert es nicht. Aber Svea ist dann natürlich sehr, 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 sehr interessiert. Die ist allgemein in allem interessiert, was so irgendwie ist, sich einzucremen oder so, ne? Und deswegen habe ich in meiner Schminktasche auch Utensilien für Svea. Das heißt, wenn sie kommt, kann ich ihr da wirklich was rausgeben und muss sie halt nicht verbieten. Nee, das ist meins, das darfst du nicht haben. Und da drin befindet sich so eine kleine Handcreme, mit der sie sich dann wirklich das komplette Gesicht und die Arme und alles eincremt. Da ist ihr eigener Labello drin. Genau, die 2 Sachen, weil mit Pinseln, das hatte ich versucht, aber es ist A, nicht der Pinsel, den ich benutze, weil es logischerweise ein sauberer Pinsel ist. Und ja, es ist ein sauberer Pinsel, der gibt also keinen Rouge ab. Also es gab natürlich auch schon die Situation, sie war komplett eingecremt im Gesicht, dementsprechend auch ein bisschen fettig. Und dann hat sie halt doch meinen Rougepinsel zu packen bekommen, der natürlich dann noch Farbe abgegeben hat. Aber das ist dann auch nicht so schlimm, da gehe ich halt einmal mit einem Feucht drüber das Gesicht und es ist auch wieder gut. Aber eigentlich, wenn die so ihre Creme hat und ihren Labello, ist die zufrieden, setzt sich da dazu und verbringt dann halt so die Zeit, die ich dann zum Schminken brauche. Und dann ist auch wieder gut, ohne dass es da irgendwie Theater oder Geknatsche gibt. Und wenn wir mal schon am Morgen sind, dann vielleicht auch noch was, was ich morgens mache. Svea ist jemand, die findet es morgens nicht so gut, sofort aufzustehen und umgezogen zu werden. Deswegen mache ich es wirklich so, dass ich quasi ihr Schlafzeug ausziehe und auch die Windel von der Nacht abmache und sie dann erstmal so komplett nackig durch die Wohnung laufen lasse. Natürlich nur so lange, dass sie jetzt noch mit den Temperaturen so gut funktioniert. Sie mag einfach dieses freie Gefühl erstmal. Und erst so 5 Minuten, bevor wir wirklich das Haus verlassen, geht es halt nochmal auf die Toilette und dann wird sie angezogen. Und dann macht sie auch freiwillig mit. Wenn ich wirklich das frühmorgens als erstes machen würde, hätte ich einen unglaublichen Kampf mit ihr, weil sie einfach nicht sofort angezogen werden möchte. Und das muss ich in dem Moment nicht tun. Ich habe einfach das morgens ein bisschen anders strukturiert, sodass ich sie halt wirklich erst dann 5 Minuten vorher umziehe und sie vorher dieses freie Gefühl halt einfach hatte von, ich muss nicht in Klamotten, ich muss nicht mit Windeln, obwohl Windeln zum Glück etwas ist, wo wir gerade dabei sind, die loszuwerden. Genau, dann habe ich noch einen Hack beim Baden. Meine Kinder hatten zwischendurch die Phase, die hatten da echt keinen Bock drauf. Die wollten schon nicht in die Wanne rein und wenn sie dann drin waren, wollten sie nach 2 Minuten wieder raus. Und deswegen habe ich halt einfach geguckt, okay, wie kannst du die motivieren, da in der Wanne zu bleiben? Badewannenspielzeug war nicht mehr so. Was die dann aber ganz cool fanden, war eine Zahnbürste zu bekommen, natürlich eine saubere Zahnbürste, und damit die Vincents Autos zu putzen. Die haben halt so 5 Autos mit in die Badewanne genommen, jeder so eine saubere neue Zahnbürste und dann haben die Autos geputzt. Und dann saßen die gut mal eine ganze Weile in der Badewanne. Also da muss man dann halt schauen, wie man die so ein bisschen motiviert bekommt. Beim Thema Putzen wurde ich auch letztens erst gefragt, wie ich das mache. Die meiste Zeit putze ich schon, wenn die Kinder nicht da sind, wenn die im Kindergarten sind. Aber wenn sie krank sind, wenn sie Kindergarten frei haben, dann sind sie natürlich auch mal da. Vince, auch wieder so ein Fall, den juckt das nicht, lass die Alte putzen. Aber bei Svea ist es schon so, die will mitmachen. Und dann habe ich halt einfach was da. Also die hat dann ihren eigenen Lappen, mit dem sie mitputzen kann. Die ersten Male war ich unvorbereitet und da passieren halt solche Dinge wie, ich wische halt gerade und sie holt sich ein Geschirrtuch aus der Küche, tunkt das halt auch in diesen Eimer und fängt dann halt auch an zu wischen. Kann man auch hinnehmen. Aber es war dieser Punkt, okay, sie wollte unbedingt mitmachen, dann habe ich mich halt darauf vorbereitet. Sie hat ihren eigenen Lappen, den sie benutzen kann. Sie bekommt zum Kindertag ihr eigenes Care-Set, so eine Care-Schaufel und einen Besen, weil sie halt auch mit meinem riesengroßen Besen durch die Wohnung rennt und das ist natürlich nicht so optimal. Und dann bekommt sie halt ihr eigenes Set und dann kann sie mitmachen. Da muss man natürlich auch ein bisschen geduldig sein und natürlich möchte sie dann auch immer im selben Raum arbeiten wie du gerade. Da muss man einfach ein bisschen schauen, ein bisschen darauf eingehen. Aber so passt es halt echt ganz gut, wenn sie ihre eigenen Materialien hat und da dann wirklich mitmachen kann. Ein weiterer Alltagshack, der jetzt mal nur mich als Mama betrifft, sind Löffel im Kühlschrank.
so Teelöffel in den Kühlschrank legen. Und wenn ich halt echt mal dicke Augen habe durch zu wenig Schlaf, Heuschnupfen oder was auch immer, dann 2 Minuten diese kalten Teelöffel auf die Augen, wirkt Wunder. Braucht man nichts anderes, auch super entspannt, kann ich nur empfehlen. Dann auch für uns Mamas sind die Alltagsinseln. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier gerne nochmal. Also so kleine Alltagsinseln in den Tag einbauen, um einfach mehr Energie zu haben, um in der eigenen Mitte zu sein, um bei sich zu sein, was ich super, super wichtig finde. Dann noch ein Hack zum Thema Lesen. Ich bekomme so oft und das seit Jahren Nachrichten, wie schaffst du es nur, so viel in deinem Alltag zu lesen? Und da gibt es einen kleinen Hack. Da muss man natürlich immer schauen, dass das Alter des Kindes passt und dass das Buch passt. Aber manchmal ist es wirklich so, dass ich bei Svea eine halbe Stunde lang sitze und vorlese. Was ich persönlich nicht schlimm finde und sie mag das halt ganz gerne. Allerdings bin ich dann immer nicht so scharf drauf, 20 Mal das Mickey Maus Buch zu lesen. Und deswegen, es geht ihr ja nur darum, dass ich da bin und dass sie meine beruhigende Stimme hört. Und deswegen lese ich dann zum Teil mein eigenes Buch vor, was ich gerade aktuell lese. Ihr ist es ja wurscht, ob ich ihr da gerade einen Erziehungsratgeber vorlese oder ob ich ihr gerade das aktuelle Fantasy-Buch vorlese. Solange es da nicht irgendwie um Krieg und Totschlag geht, finde ich das völlig in Ordnung und sie stört es auch nicht. Sie will halt nur von meiner Stimme eingelullt werden und dann sitze ich da halt echt eine halbe Stunde und lese aus meinem Buch vor und komme dadurch weiter mit meinem Buch. Und dann bist du einmal in dieser Geschichte drin und willst wissen, wie es weitergeht und wenn die Kinder im Bett sind, setzt du dich dann auf die Couch und liest halt dein Buch weiter. Also das ist so, das ist auch noch ein kleiner Hack von mir. Dann kommen wir jetzt mal wieder zum Leben mit den Kindern. Immer Essen und Trinken dabei haben. Und wenn du denkst, du bist doch eh nur 15 Minuten unterwegs, genau dann bekommen die Durst und Hunger. Also hab immer was zu trinken und was zu essen dabei. Dann auch was ich immer so im Backup zu Hause habe, sind Sticker und Seifenblasen. Also wenn die mal echt so einen richtig mörderschlechten Tag haben und nichts mit sich wissen anzufangen, sich nicht miteinander beschäftigen können, sich nicht alleine beschäftigen können, dann sind das meine Backup-Sachen, die ich dann in diesen Momenten raushole. Die Sticker, bei schlechtem Wetter geht das natürlich immer. Und im besten Fall habe ich dann irgendwie noch so einen leeren Karton da. Dann nehmen die nämlich diese Sticker und machen sich diesen Karton hübsch. Und dann, oh Wunder, kann man plötzlich mit diesem Karton spielen. Dann ist das eine Garage und dann ist das ein Haus und dann kann man dort Dinge reintun und. Es funktioniert aber auch einfach nur, denen die Stickerbögen zu geben und ein weißes Blatt Papier und die pappen die auf das weiße Blatt Papier und sind glücklich. Weil dann wird das Papier auch noch ein bisschen angemalt. Oder dann, das kann man sehr, sehr gut bei gutem Wetter halt machen oder draußen auf Balkon Seifenblasen. Seifenblasen gehen auch immer, wenn die schlechte Laune haben, bekommen die Seifenblasen in die Hand und dann kann es losgehen. Und mein letzter Hack ist unsere Wichteltür. Seit wir in diese neue Wohnung gezogen haben, haben wir im Flur eine kleine Wichteltür. Die habe ich bei der Wanda bestellt, die war weiß, die habe ich dann angemalt, so wie ich die wollte. Und da wohnt unser Wichtel Philipp. Wichtel Philipp hat sich in den ersten Tagen, als wir eingezogen sind, mit einem Brief vorgestellt. Und daraufhin hat Wichtel Philipp dann von Vince immer mal wieder ein paar Kekse vor die Tür gestellt bekommen oder Süßigkeiten. Und im Gegenzug gab es dann ab und an mal ein kleines Auto für Vince oder neue Seifenblasen oder Sticker zum Beispiel. Aber nicht nur. Ich benutze Wichtel Philipp auch wirklich dafür, wenn die Kinder mal wieder ihre Phasen haben und zum Beispiel super, super laut sind. Mich persönlich stört das jetzt nicht so sehr, aber wir wohnen hier nun mal mit anderen Menschen zusammen. Dann schreibt Wichtel Philipp auch gerne mal einen Brief und erklärt, dass er es nicht so schön findet, wenn die so laut sind, weil er dann seinen Mittagsschlaf gar nicht halten kann. Oder er schreibt, dass er es nicht so schön findet, wenn die abends immer noch so lange wach sind und ständig immer wieder aus ihren Betten gekrabbelt kommen, weil dann kann er gar nicht schlafen. Und Leute, das wirkt Wunder. Ich kann mir da den Mund fusselig reden, aber wenn Wichtel Philipp einen Brief schreibt, dann geht das. Kann ich nur empfehlen. Wichteltür kann ich nur empfehlen. Und wer meinen Vlog gesehen hat, der weiß ja, dass die Kinder zum Kindertag ein Fairy Garden geschenkt bekommen. Das heißt, da zieht auch noch eine Fee ein. Mal gucken, wofür die dann gut ist. Und das waren so 10 random Alltagshacks, die ich so im täglichen Leben benutze, die ich vielleicht auch jetzt neu integriert habe, jetzt wo ich hier alleinerziehend bin mit den 2 kleinen Kindern. Und würde mich jetzt wirklich sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, was so eure kleinen Alltagshacks sind, wo man manchmal gar nicht so denkt,
dass es was ist, was man mit anderen teilen müsste. Aber für den einen oder anderen ist das wirklich das hilfreiche Ding, was sie suchen, was sie brauchen, um ihren Alltag zu erleichtern. Deswegen würde ich mich da sehr darüber freuen, wenn ihr eure Tipps mit uns teilt. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!